heute bin ich wieder im Fitnessstudio und zeige euch ein bisschen von meinem Workout. Ich habe heute einen voll verrückten Pullover an. Ich zeige euch den mal im Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall ist der super riesig. Und der Pullover hat eine ganz spezielle Geschichte. Das ist nämlich der erste Hoodie, den ich mir für meinen ersten Fitnessstudio-Besuch gekauft habe. Das wird irgendwann im August 2007 gewesen sein. Und jetzt ist der total lang und weit. Das ist super gemütlich beim Sport, also das stört mich gar nicht. Den kann ich immer noch anziehen. Der ist von Anvil und hat die Größe 5XL. Ich glaube, ich habe 54 Euro oder so damals bezahlt. Und der saß echt eng und der war kurz und ich kann jetzt manchmal gar nicht fassen, wie groß der ist, weil für mich ist das einfach mein Sportpullover immer gewesen. Und ja, naja. Zum Ablauf, bevor ich heute Sport mache, weil ihr wisst das, ich teste jetzt das lustige Diätprodukt, was ich als Test bekommen habe. Und deshalb gibt es zuerst einmal eine Blutdruckmessung. Das mache ich mal jetzt. Okay, ich glaube, ich messe meinen Blutdruck dann heute doch nicht mehr, weil das Batteriezeichen blinkt. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und ja, deshalb muss es auch so gehen. Ich habe heute Morgen gemessen, es war alles in Ordnung. Ich war auch, bevor ich die Tabletten eingenommen habe, bei meiner Ärztin, um mein Blut zu testen. Und das Blutbild war vollkommen okay. Das heißt, das Produkt, was ich vorher genommen habe, hat nichts mit meinem Blut angestellt. Gut, ich wusste das eigentlich, weil ich das ja schon seit Jahren nehme und nie Schwierigkeiten mit dem Blut hatte. Aber ich bin da etwas paranoid. Morgen zeige ich euch mal, wie die Tabletten aussehen. Die sehen echt aus, als ob man so eine transparente Kapsel hat, in der ist Flüssigkeit drin und da ist nochmal eine Kapsel drin. Und das hat mich irgendwie so erinnert an diese Kapseln, wo die Mini-Roboter drin sind. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Film. Helft mir. Auf jeden Fall irgendwie gruselig. Ansonsten habe ich keine besonderen Effekte gemerkt, also ich schwitze nicht mehr, ich habe kein Herzrasen, ich habe überhaupt nichts von dem, was da auf der Packung steht. Und ich habe jetzt aber auch erstmal nur die halbe Dosis genommen. Okay, jetzt geht's zum Sport. Ich zeige euch jetzt meine Sportzubehörteile, die ich heute brauche. Das sind einmal meine Vibram Five Fingers. Echt super, die Schuhe. Dann haben wir hier ein Sporthandtuch. Eigentlich ist das ein Golfhandtuch, ich mag das ja gerne. Und hier ist oben so ein Ding dran, dann kann ich mir das dran klemmen. Mein iPhone, der da als iPod arbeitet, ich höre Musik damit, mit diesen coolen Kopfhörern. Und dann habe ich jeweils 2 Kilo Handgelenksgewichte. Nächstes Mal nehme ich wieder die von Reebok, die scheuern nicht so, aber okay, jetzt habe ich die. Was zu trinken, ist klar, da hinten ist das Blutdruckmessgerät, das brauche ich normal nicht zum Training. Das ist nur wegen dem Test. Und tada, mein Gymboss, das ist das beste Trainingsgerät, das ich je hatte. Das gibt es leider sehr schwierig in Deutschland. Ich erkläre euch kurz das Intervall. Wir haben heute wieder Tabata-Intervall. Das bedeutet 20 Sekunden Arbeit, 10 Sekunden Ausruhen mal 8 Runden. Und ich zeige euch gleich die erste Übung. Ich hoffe, ihr könnt die sehen, weil ich bin heute alleine. Und kann logischerweise nicht die Kamera bewegen und gleichzeitig die Übung. Also im Grunde geht es darum, einmal in die Hocke zu gehen, dann hochzuspringen, gegen die Wand zu fallen und sich wieder abzustoßen. Jetzt mache ich etwas, das ist eigentlich zu Hause, mache ich das mit der Kettlebell. Kettlebell Swinger heißt das. Das werde ich jetzt hier mit einer Kurzhantel machen, weil hier keine Kettlebells gibt. Okay, have fun. Auch wieder Tabata-Intervall. Als letztes gönne ich mir eine kleine Nettigkeit für den unteren Rücken im Wechsel mit Gesamt auf jeden Fall guckt selbst.
Die letzte Runde, habe ich euch gesagt, ist unterer Rücken. Bisschen kombiniert, ja, so mit Bauch. Passt eigentlich nicht so super gut zusammen, aber steht jetzt nebeneinander und ist mir am praktischsten. Ihr seht ja, was ich gleich mache. Ungewöhnlich ist es normalerweise, wenn ich einen Tabata-Intervall mache, mache ich die gleiche Übung über die 8 Intervalle. Und hier habe ich das jetzt aufgeteilt auf 2 Geräte. Also theoretisch müsste ich 16 Intervalle einstellen, aber die überlebe ich heute nicht mehr. Okay. Okay, weiter geht's nicht mehr, weil sonst falle ich kurz um. Die erste Übung brutzelt so richtig schön die Oberschenkelmuskeln und aus dem Grund kann ich mich ja schon kaum noch von Gerät zu Gerät bewegen. Mal gucken, ob es nächste Woche Samstag besser aussieht. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich euch vorhin die Armgewichte gezeigt habe und die gar nicht dran gekommen sind. Das liegt daran, die brauche ich nicht für innerhalb des Fitnessstudios, aber schon fürs Training. Und zwar werde ich jetzt noch nach Hause laufen von hier aus. Das ist nicht super weit. Ich denke mal, 10 Minuten brauche ich ungefähr, weil ich werde mich jetzt ja extra beeilen und wieder im Intervall laufen. Das heißt, ich laufe so ungefähr 10 Sekunden so schnell wie ich kann und 20 Sekunden so mittelschnell, beziehungsweise, wenn ich zu Hause angekommen bin, wahrscheinlich so, wie ich eben überlebt habe.